Schwertfisch 3, Startus bitte. Hier Schwertfisch 3, halten Position auf Punkt Süd 1, Teleskoptiefe. Roger, bestätige Punkt Süd 1. Schwertfisch 3, wir brechen sichtbare Aktivitäten an Ihrer Position. Negativzentrale, keine sichtbaren Aktivitäten. Hier ist Kontrolle. Der Arsch ein. Wir warten hier, bis wir den Befehl kriegen, ein paar böse Jungs umzumieten. Ruhig Blut, Marine. Da oben sind keine bösen Jungs, Force. Ich sag doch, das ist eine rein humanitäre Krise. Ebola oder so ein Scheiß. Sagen Sie es ihm, Alcatraz. Alcatraz redet nicht viel heute Morgen. Im Gegensatz zur gängigen Meinung ist Tequila nicht gut für die Gesundheit. Stimmt's, Al? Einfach nicken, dann wissen wir, dass Sie noch leben. In Ordnung. Das ist doch scheiße. Kein Mensch holt die Force Recon für eine Bergungsaktion. Da oben sind böse Jungs. Das schwöre ich. Das kann ich runter von mir. Achtung, Marines, wir haben neue Befehle. Los, Bewegung und Tauchausrüstung anlegen. 10 Minuten, Waffenbereit machen. Sag ich doch, das Ebola-Virus bekommt man nicht mit der Insekt. Sie vermutlich schon. Mann, ich hab was von einer Alien-Invasion gehört. Kommt E.T. auf? Was zum Teufel war? Auf hier, Leute! Schwimmt! Alle Mann von Bord! Ich wiederhole, alle Mann von Bord! Ich will mal Schaden in Ausdauer! Zentrale, wir sind getroffen! Wir sinken!
ist das U-Boot? Haben die verdammten Sentinel alle ausgeschaltet? Das kann nicht sein. Ruhe zählt auf uns. Alcatraz? Heißen Sie so? Alcatraz. Das Schicksal ist ein Teufel, was? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja, einige mögen vielleicht schon bemerkt haben, ich spiele hier Crysis 2. Ich wollte davon so ein kleines Let's Play machen von der Kampagne. Und jetzt gucken wir uns gerade hier den schönen Trailer an, also das Intro. Da wird die Rüstung so ein bisschen gezeigt, also die Nano-Suit, was die so kann. Und das ist eigentlich schon viel und das ist schon cool gemacht. Ja, Crysis 2 ist ein Spiel von EA, Electronic Arts. Ja. Dann wollen wir mal anfangen. Also jetzt wird hier nochmal erläutert, das ist der Visor. Damit sieht man dann so spezielle Sachen, zum Beispiel Waffenlager und alles mögliche, für die Crysis nicht kennen. Ja. Ich werde hin und wieder ein Video hochladen, mal gucken. Weiß auch nicht, ob ich das überhaupt hochlade. Ja. Ich spiele hier nicht mit den allerhöchsten Grafikauflösung und nicht mit der allerhöchsten Auflösung, aber das ist geht klar für mich. Ja. Da sieht man schön, wie Cell angreift. Cell Corporation oder so. Und jetzt sieht man hier schön die ganzen Erläuterungen, was man damit alles machen kann. Ja, natürlich besteht der Großteil des Spiels daraus, Leuten ihre Waffen abzuluxen, wie in jedem Ballerspiel, im Ego-Shooter. Aber das ist halt in diesem Ego-Shooter die Besonderheit, dass man halt diesen Anzug hat und der hat halt spezielle Fähigkeiten. Zum Beispiel jetzt hier den Tarnmodus. Da wird man so gut wie unsichtbar. Aus der Nähe können einen die Feinde noch sehen, aber so von Weitem könnt ihr eigentlich sehen. Man kann dann von hinten an die rangehen, wenn man getarnt ist, und dann Stealth-Kill machen. Und ja. Dann ja, kommt die nächste Erläuterung von, ja, genau, der Panzerungsmodus. Dem kann man mehr Schaden absorbieren, und zwar, ja, es wird ja ganz schön demonstriert, dass die Kugel einfach abperlt. Aber es kostet halt Energie. Genauso wie der Stealth-Mode auch Energie braucht. Ja, und man hat halt diesen Energie-Mode, damit kann man halt, ist man stärker und hier ganz schön demonstriert. Alles, ist ja alles durchdacht. Da hat man halt mehr Kraft, kann die MG aus seiner Lafette nehmen und ja. Also wenn ich spiele, nehme ich auch relativ oft einen MG mit on Tour, weil das einfach mehr Feuerkraft hat als alles andere. Die ganzen kleinen mobilen Waffen, die gehen relativ schnell leer, die MGs, also 150 Schüsse sind da nur drin. Also braucht ihr nicht denken, dass die anderen ja einfach nur sinnlos ins Fünfer hat. Ich bin eigentlich eher jemand, der mehr snipert. Ja, das war unser Intro.